Es wird Zeit, dich zu befreien von deinem Leid. Ich bin angekommen hier in Amsterdam, da hinten sehen wir eines der schönen Wahrzeichen dieser Stadt. Nee, jetzt mal im Ernst. Wir sind hier in der Hauptstadt der Kiffer, wenn man so will, wo die Droge schwer missbraucht wird, aber wo auch eine gewisse Hanfkultur ist. Ein paar Läden reingehen, gucken, wie es hier so mit der Rohkost aussieht und euch auf dem Laufenden halten. Interviewst du mich kurz? Was geht, ja. So Leute, wir sind hier im Vegabond. Ihr seht, einem veganen Rohkost-Lädchen. Also viel Rohkost auch. Viel vegan und richtig gemütlich. Klein, fein hier. Also wenn ihr mal in der Nähe seid, kommt ihr vorbei. Ich werde, glaube ich, mal den Cheesecake probieren. Aber wir gehen erstmal nochmal richtig essen, bevor ich hier den Cheesecake hole. Veganes Leder haben wir hier. Veganes Leder, sehr cool. Korksachen und so. Cool. Danke. Ready? So ihr Lieben, ich habe mir erstmal einen kleinen Tee gegönnt, habe mich mal hier im Bücherregal umgeschaut und habe dieses schöne Buch gefunden. Afro-Vegan, Leute. Ich würde sagen Afro-Ro-Vegan. Und will euch damit sagen, Leute, lasst euch immer wieder neu inspirieren von Läden, von Einrichtungen, von Menschen. Zum Beispiel jetzt, wenn die Leute zu mir kommen zum Bioscan, wenn ihr kommt, ich habe von euch schon so viel gelernt. Vor allem sogar von meinen muslimischen Brüdern und Schwestern da draußen, die zu mir kommen, Bioscan machen und mir erzählen, was alles im Koran steht. Für wunderbare Zitate, wo Mohammed genau solche Sachen predigt, die ich immer in meinen Videos sage. Also diese Gottkost, dieses Trans, diese überdimensionale Religionswissenschaft, die eigentlich lehrt, dass man sich roh vegan ernähren sollte, findet man wirklich, wenn man recherchiert und sich auf Leute einlässt. Deswegen Leute, kommt zu mir zum Bioscan, lasst uns persönlich unterhalten. Ich bin eigentlich eher der Zuhörer. Ja, das glaubt man nicht. Und wenn ich immer so viel schwätze in den Videos, denkt ihr alle, ich rede die ganze Zeit. Aber wenn ihr mich besuchen kommt, bin ich eher der zuhört. Auch allgemein, ich mag es zuzuhören, mich weiterzubilden, mich von anderen beriesen zu lassen. Also Leute, kommt vorbei und wir sehen uns beim Bioscan. Hier unter findet ihr Bioscan-Termine, da könnt ihr draufklicken. Dann checken wir euch durch, gucken, stellen eure Ernährung ein, weil das muss nicht immer gleich roh-vegan sein. Es kann erstmal auch mal afro-vegan sein. Erstmal ein bisschen vegetarisch, ja? Hauptsache, ihr kommt von dem Fleisch, dem Milch, dem Gluten weg und wir finden einen persönlichen Weg für euch. Deswegen kommt zum Bioscan, Leute, lasst euch durchchecken und erfahrt, was für Mängel ihr habt. Weil teilweise sind es gravierende Mängel und wenn man die behebt, dann fühlt sich das an. Das ist auch das Schöne. Ich krieg von euch so super Feedbacks, Leute. Ruf mich an, sagen, ey, mir geht's so gut wie noch nie in meinem Leben. Ey, danke, du hast mir so gut getan. Ey, dein Gerät ist fantastisch. Ey, du hast mich geheilt. Ich heile nix. Die Leute, die es konsequent umsetzen, machen das. Leute, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht einen guten Termin und informiert euch. Das ist doch gut. Ihr seht die FIFA, Leute. Und das hier werden wir heute Abend genießen. Das hier. Sorry, klar. So Leute, ich steck mich nochmal richtig gut ein. Und zwar habe ich diese Rohkost-Snicker-Bar. Werde ich natürlich probieren. Ist ja köstlich. Dann packt sie mir gerade von denen jeweils eins ein. Ein Peanut Cranberry Cookie
und eine Lime-Coconut-Cookie und eine Karottentorte. Sehr schön. So Leute, schaut mal hier, ich habe einen alten Vertrauten gefunden. Und zwar meinen guten alten Freund Löwenzahn. Und der sieht so lecker aus, Leute. Der sieht so klasse aus. Schaut euch den mal an. Kommt mal hier genau dran. Der sieht richtig fresh aus. Und daran sieht man, Leute, wenn man so einen Löwen hat, dass er auf jeden Fall essbar ist. Denn der hat keine großen Schäden durch irgendwelche schweren Umweltbelastungen. Obwohl hier an der Straßenrand wächst, werde ich den jetzt direkt vor der Kamera verzehren. Wieso ist das gut vor dem Essen? Also erstmal mache ich daraus einen Bonbon. Ja, dann ist es natürlich einfacher zu kauen für mich. Erstens mal, es ist gut für die Mundschleimhaut. Der Löwenzahn regeneriert die ganze Mundschleimhaut und nimmt sorgt dafür, dass der Mund Mikronährstoffe aufnimmt. Er ist gut für die Zähne. Löwenzahn, also Etymologie, die Wissenschaft der Wortwurzeln, zeigt uns, dass der Löwenzahn sehr, sehr gut für die Zähne ist. Und guckt euch mal seine Morphologie an. Der Löwenzahn sieht aus wie ein Zahn, der im Zahnfleisch steht. So, ihr seht nur die Oberfläche, so sieht unser Zahn aus. Aber das ist die Wurzel von den Zahn. Also er zeigt auch mal wieder von seiner Morphologie, von seiner Struktur her, für was er geeignet ist. Ihr habt euch ja bestimmt schon mal mit der, wie heißt sie, die Lehre von Signaturenlehre beschäftigt, ja. Also jede Pflanze zeigt dadurch, wie sie geformt ist, für was sie gut ist. Und der Löwenzahn steckt so im Zahnfleisch und sieht aus wie meine Zähne und ist sehr, sehr gut für die Zähne. Außerdem gibt er einen die Kraft des Löwen, Leute. Und deswegen werde ich jetzt erstmal den Löwenzahn essen und er hat sehr viele Bitterstoffe, was in der heutigen Gesellschaft ganz, ganz wichtig ist. Denn Bitterstoffe werden überall rausgezüchtet. Und da ist so ein Löwenzahn ideal dafür geeignet, um sich mit Bitterstoffen zu versorgen. Und gleichzeitig regt er die Gallen und kriegt dir die Gallensekretion an. Vor dem Essen ideales Entree. Vielen Dank, Leute. Wir gehen ins rohvegane Restaurant jetzt. Alchemist Kitchen. Ja, die Alchemisten wussten noch was Gesundes. Und wir gehen da jetzt hin. Lecker. Das ist ein Mensch. Hier, mal. Ready? Ja. So Leute, wenn ich in Städten unterwegs bin, in Großstädten, probiere ich mir immer Routen auszusuchen, wo solche schönen Parks sind wie hier. Wieso mache ich das? Ich höre gerade den Biophilia-Effekt von Clemens Arbey und das ist ein wunderbares Buch, in dem er berichtet, was die neuesten Erkenntnisse aus der Immunologie und aus der Neurologie für Erkenntnisse haben, was Wald oder Waldluft mit uns Menschen macht. Es ist allein schon so, wenn wir einen Baum angucken, brauchen wir weniger Schmerzmittel, wenn wir im Krankenhaus sind. Es ist auch so, dass nach Operationen die Wunden besser verheilen, wenn wir in der Nähe von Bäumen sind. Noch eine sensationelle Erkenntnis. In Japan gibt es die Waldtherapie, Shenrin-Yoku. Das bedeutet, die Leute gehen zusätzlich zu ihrem Aufenthalt in Kliniken oder so im Wald spazieren und atmen Waldluft ein. Und Zitat, Waldluft einzuatmen ist wie einen Heiltrunk zu trinken. Weil unser Immunsystem kennt diese Terpene seit Jahrmillionen. Terpene sind kleine Pflanzen, Botenstoffe, mit denen die Bäume kommunizieren. Es gibt 40.000 Pflanzenvokabeln, mit denen die Bäume unterschiedliche Sachen ausdrücken, aber mit denen die Pflanzen auch, andere Pflanzen dazu bringen, sich vor Schädlingen zu schützen oder unser Immunsystem so anregen, dass wir eine extrem nachweisliche höhere Konzentration von sogenannten natürlichen Killerzellen, NK, in unserem Blut finden. Das heißt, wenn wir uns 4 Stunden in einem Wald aufhalten, ja, ich weiß, es ist für den Großstadtmensch heute schwer vorstellbar, aber wir sollten regelmäßig in den Wald gehen. Dann passiert Folgendes. In unserem Blut ist noch 3 Tage danach messbar, dass diese Zahl an natürlichen Killerzellen höher ist, als sie vorher war. Andersrum in der Stadt. Man sollte in der Stadt eigentlich gar nicht spazieren gehen, weil es auch im Blutbild nachweisbar ist, dass es dann einfach schlechter ist, das Blut, als wenn man zu Hause geblieben wäre. Und das fand ich einen ganz erschreckenden Faktor. Deswegen bewege ich mich selbst, wenn ich hier in Amsterdam bin, immer in kleinen Wäldern, Parks oder anderen Einrichtungen, wo wir frische Waldluft haben und wo eine ganz andere Atmosphäre ist, ja? Wo man auch mal atmen kann, wo Sauerstoff ist. Okay, Leute, lasst uns weitergehen. Ja, okay. So, Leute, mir sind noch ein paar wichtige Fakten für die Bäume eingefallen. Also, die Bäume kommunizieren auch über die Wurzeln mit sogenannten Knackgeräuschen. Das heißt, man könnte davon einem World Wood Web, habe ich schon mal erwähnt, den Begriff, das heißt einer unterirdischen
Infrastruktur reden, über die die Bäume wie Glasfaserkabel kommunizieren. Die Wurzeln sind so gesehen die Verlängerung, ja, die Dendriten, die Nervenzellen des Baumes. Und es ist so, dass der Baum so hyperintelligent ist, dass, wenn jetzt zum Beispiel der Ahornbaum, ja, seine kleinen Ahorn-Dinger, die man sich als Kind immer auf die Nase gesteckt hat. Kennst du das? Die so kleben. Ja, ich weiß, was du meinst. Wenn er die auf dem Boden unter sich verteilt hat, dann ist es so, dass er für seine Brut einen Boden bereitstellt, in dem er weniger Nährstoffe aus dem Boden zieht. Das heißt, der Baum denkt sich, ey, meine Kinder liegen unter mir, es sollen ein paar von denen wachsen, ich entnehme dem Boden jetzt weniger Nährstoffe. Also so intelligent sind Bäume, Leute. Wir haben das noch als ansatzweise verstanden, was wir wollen. Ja, Bäume können noch viel mehr. Was ich zum Beispiel geforscht habe, Bäume können auch Gedanken lesen. Das heißt, und zwar Studien wurden gemacht mit dem mit diesem Lügendetektor. Ganz da werden ja dann Herzschritte werden. Das wird ja alles dort abgeschrieben quasi. Und man konnte halt eine Studie, die Studie war so, dass man zwei verschiedene Leuten ein Papier ziehen lassen hat. Auf einem steht, ich liebe dich, lieber Baum, ich werde auf dich aufpassen. Auf dem anderen steht, ich werde dich töten und ich werde dich absägen. Krass. Und man hat beide Personen einzeln in der Nähe von so einem Baum gelassen, von so einer Pflanze war das in dem Fall sogar nur, und hat die Frequenzen von der Pflanze gelesen. Wenn der Typ gekommen ist, der gedacht hat, ich will diesen Baum schützen, nicht alles gleich geblieben. Krass. Wenn dieser eine Typ kam, der gedacht hat, der hat das ja wirklich gedacht, der sollte das wirklich vernünftig denken. Ja. Sozusagen und richtig fühlen. Hat gefühlt, dass er diesen Baum töten wird oder diese Pflanze kaputt machen wird, konnte man eindeutig die Veränderung sehen. Die Frequenzen. Ähnlich wie beim Lügendetektor. Krass, die Pflanze hat ausgeschlagen. Ja, die hat Angst sozusagen. Irgendeine, die hat Angst verspürt. Eine Bewegung, was anderes. Ja, richtig. Genau. So Leute, nochmal kurz abschließen, wieso wir überhaupt die ganze Zeit über Bäume reden. Und ich liebe Bäume übrigens über alles. Ja, Bäume sind wunderbare Wesen. Umarmt die Bäume, Leute, kommt in Berührung mit dem Boden. Auch von meinen muslimischen Freunden gelernt, die zu mir kommen in den Laden. Die sagen, die Form von Erdung ist bei uns im Gebet verankert. Und das genau stimmt. So ist es. Man geht mit dem Kopf, mit der Stirn auf den Boden und erdet sich. Man entlädt sich, Leute, wir sind aufgeladen. Wir sind hochgradig aufgeladen in dieser Stadt. Wieso ich euch das sage? Weil, wenn ihr in den Wald geht, werdet ihr friedlicher. Ihr werdet naturbewusster. Ihr fangt an, eure Ernährung umzustellen. Ihr werdet gesünder. Und ich will in einer Welt mit gesunden Menschen leben, Leute. Es bringt mir nichts, wenn ich der einzig Gesunde bin. Oder einer von wenigen. Und alle anderen sind psychisch krank. Oder sind körperlich unfit. Ja, deswegen geht in den Wald. Atmet diese wunderbare Shinrin-Yoku-Atmosphäre ein. Und genießt es, Leute. Genießt es. Werdet gesund. Geht bei mir in den Online-Shop, Leute. Hier drunter unter dem Video. Holt euch Superfoods. Das ist der erste Schritt für mich gewesen, Leute. Der erste Schritt, um wieder in Kontakt mit mir selbst zu kommen. Um meine Gesundheit, auch meine Organe richtig spüren zu können. Und dafür kann ich euch wirklich nur empfehlen. Holt euch Chlorella, Zeolit, Weizengrassaftpulver. Und die ganzen Sachen, die ich unten verlinkt habe. Und geht in meinen Online-Shop, Leute. Denn da drin habt ihr die besten Produkte der Welt. Kommt bei mir in den Laden vorbei, Leute. Jedes Gespräch mit euch ist eine Bereicherung, auch für mich. Ich höre euch gerne zu. Ich will eure Storys kennen. Ich lerne durch euch. Ich mache mit euch einen Bioscan. Wir checken aus, welche Nährstoffe fehlen. Wir laden euch konzentriert auf. Und dann seid ihr endlich die Person, zu der ihr sein, die ihr sein solltet, Leute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank dir, Yassin, für dieses kleine Check. Wir werden euch weiter aufmachen. Und unser Amsterdam-Reise ist noch nicht vorbei. Das ist erst die Hälfte, Leute. Das ist erst die Hälfte. Danke. Ich hör's lieb. So Leute, wir haben hier noch einen wunderbaren Nachtrag bei Yassin und ich wurden richtig anmütig in der Anwesenheit dieses Baums, oder? Ja, ich fühle mittlerweile fast jeden Baum. Nicht immer, aber wirklich, ey, das ist einfach faszinierend. Guckt euch das schön. Die Mächte, was du weißt, guck mal, wie viel Leben einfach. Wie viele Insekten, Vögel, Bienen, alles kann da leben einfach. So viel Leben, so viel Leben steckt dahinter. Okay. Schützt er auch. Das ist Wahnsinn, was dieser Baum schon alles erlebt hat. Und Leute, der King of Folk, Michael Jackson, war ein großer Liebhaber von solchen Bäumen. Er nannte so einen speziellen Baum bei ihm im Garten in Wonderland den Begabungsbaum. Und da ist er hochgeklettert und hat sich immer dort in die Baumkrone gesetzt, über seinen Park geschaut und hat dort Lieder wie Will You Be There geschrieben oder Man in the Mirror. Also großartige Werke wurden von jemandem produziert, der eine extreme Naturliebe hatte und der sowas genossen hat. Und Leute, geht raus, ob es schneit, ob es kalt ist, ob es regnet. Ist egal, ob die Schuhe mal nass werden, wie bei mir hier. Leute, sogar diese Vibrams hier, die ich extra gekauft habe für den Winter, halten nicht so wirklich, was ich versprechen. Und da ist der Yassin neben dem Baum. Und du musst den anfassen, ja. Ich habe ein Verlangen, ihn richtig anzufassen. Sehr gut.
Lasst euch inspirieren von den Bäumen, Leute. Geht in die Natur, besonders im Winter, wenn es kalt und muffelig kalt, ja, wenn es muffelig drin ist und kalt draußen. Ladet euch dort auf, Jungs. Es ist wunderschön. Okay, danke. Und wir sehen uns. So, Leute, und sowas tut natürlich richtig weh. Also wenn man ein natürlicher Baum erfällt, ist es gut für den Boden. Aber Leute, denkt mal daran, wie viele riesige Mammutbäume werden in dem brasilianischen Regenwald oder in Afrika gerodet, damit wir Fleisch essen können, damit die Tiere dieses ganze Soja und Mais, damit wir diese riesigen Monokulturen erzeugen. Leute, das ist nichts dagegen. Das sind nicht mal richtige Wälder, was wir haben. Wenn ihr mal da wart und ich war da in Kamerun, habt gesehen, was für riesige Bäume und was für riesige Stämme dort abgeholzt werden, Leute, um uns, unsere Industriegesellschaft, mit den ganzen Rohstoffen zu versorgen, die wir brauchen, um unsere Tiere zu füttern. Denn Leute, das ist das größte Problem, die Rohstoffe, die wir in diese Tiere reinfressen. Gar nicht mal die Tiere, natürlich auch die Tiere an sich, das ist katastrophal. Aber nicht nur, Leute, wenn man die ganzen Facetten sieht, was der Fleischkonsum mit sich bringt, dann wird man auf einmal wach. Und das ist ein Teil von mir, den ich gelernt habe, mich mit allem zu verbinden und mich nicht mehr nur mit meinem Ego identifiziert habe, sondern gemerkt habe, hey Leute, es geht um viel mehr. Es geht um das Leben eines Gorillas, der kein Zuhause mehr hat. Es geht um Lebewesen. Es gibt Bäume, so wie den hier, im brasilianischen Regenwald. Da leben nur ein Lebewesen, das gibt es nur auf diesem Baum. Also es gibt Bäume, die haben ein eigenes Ökosystem. Ja? Ein eigenes Biotop. Und sowas zerstören wir am laufenden Fließband, nur wir sehen es nicht. Deswegen lasst euch von meinen kleinen Bildern hier in kleiner Parkrunde inspirieren. Ich gehe wieder jetzt hier in die Großstadt, in den Großstadtdschungel rein. Und hab mir aber hier mal eine schöne Auszeit genommen. Danke, Leute, für die Aufmerksamkeit. Und fangt an, den Planeten mit eurer Ernährung zu verbessern. So, Leute, ich bin raus aus dem Park und ich habe eine kleine Erinnerung mitgenommen. Und werde euch jetzt mal zeigen, wie man so eine Pflanze essen kann. Denn eigentlich ist die Brennnessel eine Pflanzenleber. Das heißt, sie mag es nicht, wenn man sie, sage ich mal, unachtsam behandelt. Aber wenn man ganz vorsichtig und liebevoll mit ihr redet, kann man Folgendes machen. Man nimmt die obersten Blättchen und isst sie einfach. Kein Problem. Geschmacklich super lecker. Und natürlich hypergesund, Leute. Hypergesund. Also ihr seht, wenn ihr vorsichtig seid, könnt ihr auch diese Brennnesselsamen, könnt ihr auch einfach essen, Leute. Ist gar kein Problem. Die Pflanze spürt ja eure Absicht. Und wenn die Pflanze sich in euch auf einer höheren Stufe verewigen darf, dann ist es für die Pflanze okay. Danke, Brennnessel.